und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ich bin da schon bei der Kuchenjause heute. Ich habe nämlich heute einen ganz tollen Gugelhopf gemacht, und zwar einen Waldviertler Mondgugelhopf. Das Rezept habe ich von ganz einer lieben Freundin, und zwar von der Martha. Vielen Dank nochmal, Martha. Der ist wirklich eine Köstlichkeit. Der ist total luftig, locker, und der ist ohne Mehl. Der ist total saftig. Und wie ich den Kuchen gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Aber zuerst seht ihr noch die Zutatenliste. Ich würde sagen, wir starten gleich. Zuerst werden wir uns einmal die Eiweiß mit dem Zucker schön steif aufschlagen. Eiweiß kurz anschlagen und den Kristallzucker einrieseln lassen. Das Eiweiß ist mit dem Zucker wunderbar ausgeschlagen. Ich habe noch eine kleine Prise Salz dazu gegeben, dann hält das Ganze ein bisschen besser. So, jetzt werden wir gleich das Eiweiß umfüllen in eine andere Schüssel. Und dann werden wir gleich. So, und jetzt bringe ich ihn selber nicht mehr rein. Er ist sauer. Was ist jetzt los? Er ist sauer. Sowas. Und dann werden wir gleich die Schüssel wieder einspannen und Butter mit Staubzucker und Dotter gut schaumig aufrühren. Die Butter habe ich mir natürlich ein bisschen in der Mikrowelle weich gemacht. Dann lasst ihr sie halt einfach schöner aufschlagen. So. Kurz durchrühren und dann den Staubzucker dazu. Da schalte ich lieber die Maschine aus, weil sonst haben wir da herin ein Schneegestöber. Und jetzt die Dotter einfach dazu. Unser Butter-Dotter-Zucker-Gemisch wirklich schön aufmixt ist und schön schaumig ist, werden wir uns derweil das Backrohr vorheizen, und zwar Heißluft 170 Grad. Und wir werden uns natürlich die Kugelhupfform ein bisschen einfetten. Wir haben ein bisschen Butter in der Mikrowelle flüssig gemacht, und da werden wir das jetzt einmal schön einpinseln. Das ist jetzt richtig schön schaumig aufgeschlagen. Da geben wir jetzt ein paar Zitronenzesten dazu. Die Zitrone habe ich natürlich heiß abgewaschen davor. Zitrone passt wunderbar zum Mohngeschmack. Und natürlich Vanille. Brauchen wir auch ein bisschen. Das macht das Ganze leicht rund. Das mischen wir kurz unter. Und jetzt geben wir den Mohn, gemahlenen Mohn haben wir da. Dann habe ich da Mandeln und ein bisschen Backpulver. Geben wir auch gleich dazu. In diesem Kuchen ist kein Mehl. Die Mandeln und der Mohn, das reicht völlig aus. Und deshalb ist der Gugelhopf dann auch richtig schön saftig. Langsam unterrühren das noch, nur ganz kurz, bis es schön eingerührt ist. Thank you.
werden wir das einmal mit dem Gummimambo schön durchrühren. Schauen, dass unten am Boden nichts mehr ist. Und das haben wir jetzt gut gemacht. Wunderbar. Und jetzt werden wir den Eischnee unterheben. Einfach auf 3 Portionen unterheben. Die erste Portion, da muss man ein bisschen kräftiger rühren, weil die Masse ja da ein bisschen fester ist. Aber dann geht es schon leichter. Sieht man schon, das geht schon ganz leicht. Lasst sie diese Eischnee jetzt unterheben und es wird schon viel weicher, diese ganze Masse. Und wenn wir das jetzt haben, dann werden wir es gleich in unsere Kugelhupfform, die wir wunderschön ausgebuttert haben, einfüllen. Und dann geht es für ca. 50 Minuten ins Rohr. Ich habe da ein bisschen eine größere Kugelhupfform, also es ist keine kleine. Es gibt ja ein paar verschiedene Größen, so eher kleinere, und das ist eher ein bisschen eine größere. Jetzt muss ich einmal nachschauen, wie viel Liter das die Volumen hat. Das weiß ich eigentlich gar nicht genau, das muss ich mal glatt einmal nachschauen. So, den ganzen ein bisschen klopfen und wie gesagt, für 50 Minuten bei 170 Grad Heißluft ins Rohr. Unser Mohnkugelhupf ist wunderbar aufgegangen, er ist wunderschön geworden. Ich habe ihn jetzt eine Viertelstunde ungefähr in der Form auskühlen lassen und jetzt werden wir noch bestürzen, schauen, ob er rausgeht, aber ich denke schon, wir haben ihn ja wunderbar eingefettet, die Form. Ui, ja, schön ist er geworden, super. Wunderbar. Und dem Ganzen werden wir noch ein bisschen eine Zitronenglasur geben. Die ist ganz einfach. Staubzucker und Zitronensaft einfach verrühren, bis wir einfach so eine zähflüssige, dickflüssige Konsistenz haben. Schauen, dass man die ganzen Staubzuckerbrockerl alles schön glatt gerührt hat und dann geht es schon dahin. So, den werden wir da gleich drauf geben, einfach mit dem Löffel so rundherum und dann ein bisschen mit dem Pinsel ein bisschen verteilen noch. Und das kann man ja nach Lust und Laune ein bisschen mehr oder weniger drauf geben, wie man es halt gern hat. Ja, dann ist unser Waldviertler Mohnkugelhupf eigentlich schon fertig. Und es steht uns nichts mehr im Weg, dass wir uns jetzt einen Kaffee dazu machen, oder Günther? Mhm. Gell? Ja. Das gibt eine schöne Sache. Ich glaube auch. Also ich würde sagen, das war keine Hexerei. Und probiert es aus, macht es noch. Bis zum nächsten Mal.